Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, zu einer neuen Folge von Plague Inc. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich noch von früher, da habe ich das auch schon mal gespielt, dieses gute Plague Inc. Da geht es darum, die Welt mit einem Virus zu infizieren und auszulöschen oder wie auch immer. Und ja, das gab es auch auf dem Handy und so weiter und ich habe hier alle möglichen Teile durchgespielt auf den verschiedensten Schwierigkeitsstufen. Die höchste Stufe ist da mega brutal. Die Simian Flu oder die Affengrippe auf Deutsch, die habe ich noch nicht auf mega brutal gespielt. Probiert, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es auch nicht ganz hinbekommen. Aber es gibt ein neues Szenario, nämlich die Schattenpest. Und das ist so ein Erreger, der aus Menschen Vampiren macht. Und es gibt einen Vampir und es ist, gibt eine Möglichkeit, wie man das komplett schaffen kann. Egal, ob ihr irgendwelche Gene habt, die ihr einfügt oder nicht. Das heißt, ihr könnt es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad von Anfang an schaffen. So, was habe ich denn hier so? Gesunde Esser. Erhöht maximale Gesundheit des Vampirs. Ja, das ist gut. Habe ich hier irgendwas? Nee, habe ich nicht. Irgendwelche Boni. Die sind eigentlich ziemlich egal. Wasserbonus. Widerstandsfähig. Dann habe ich hier Hexenmeister Vampir. Heilt sich in Versteck schneller. Okay. Dann nehme ich den Schwierigkeitsgrad mega brutal, keine Cheats, sowas brauchen wir nicht. Und der Vampir heißt einfach Untaldo. Das bin ich. So, und ich hoffe, dass euch gefallen wird. Ich wurde vom... Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, lass mich ganz kurz nachschauen. Der Gute hat auf jeden Fall... Tobi heißt er, genau, Tobi. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Hat gefragt, ob ich das nicht mehr machen kann. Habe ich letztens auch echt überlegt, da habe ich das gerade auch gespielt. Deswegen machen wir das einfach mal, ja? Legen wir mal rein. So. Something is awakening. Centuries ago, a human close to death was infected by a sentient pathogen, the Shadow Plague. So, das Ganze ist auf Englisch. Ich weiß nicht, wieso. Soll mir erstmal überlegen, wo ich mit meinem Vampir starte. So, ich starte in Grönland. Das hat Gründe. Wir gucken uns einmal ganz kurz an, wie es hier aussieht. Wir haben ganz normal diesen Überblick. Also, mit Q kommt ihr ja da rein. Dann gibt es hier die Übertragung. Nichts. Symptome? Aha. Schattensegen heißt das. Ich wollte Schattengehen sagen. Schattensegen. Der Vampir verbreitet die Schattenpest und hilft so, die Menschheit zu unterjochen. Opfer erleiden schwere Blutergüsse. Erstmal nehmen wir das noch nicht. Ganz wichtig, nicht nehmen am Anfang. Dann sehen wir hier unterschiedliche Sachen. Blutdurst, Blutrausch, Versteck und Mutation. Blutdurst ist, glaube ich, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, das hat er ja von Anfang an. Nächtlicher Zorn, Blutrausch ist Angriff an, du greifst ein Land an und die Verteidigungseinheiten und kriegst dafür DNS-Punkte. Du kannst als Vampir Verstecke aufbauen, wohin er sich, wenn wir später diese Mutation erforscht haben und noch irgendwas hier an der Seite, nämlich Teleporter oder irgendwie sowas, sich zu seinen ganzen Verstecken hin teleportieren kann. Dort kann er sich regenerieren, wenn er im Kampf sozusagen Leben verloren hat. Das ist erstmal für den Anfang wichtig. Das heißt, wir starten jetzt ja hier. Also lassen wir langsam laufen. Ein Vampir erhebt sich in Grönland. So, jetzt sind wir hier. Wir haben 19 Punkte gekriegt. Das ist abhängig davon, wie viel... Ich glaube, welchen Schwierigkeitsgrad man hat. Das ist dann dementsprechend anders. So, ich guck mal. Nächtlicher Zorn. Der Vampir passt sich der modernen Welt an. Seine Opfer bemerken, wodurch Menschen nur schwer entdecken. Ist uns erstmal egal. Was wir brauchen, ist Blutrausch. Das kostet 9 Punkte. Und wir können auch gleich die zweite Stufe nehmen, glaube ich. Ja, machen wir das mal. Was machen wir jetzt? Wir haben einen DNS-Punkt übrig. Wir greifen Grönland an. Was machen wir? Wir vernichten Grönland. Seht ihr, wie viele Tote es gibt? Und seht ihr, dass wir DNS-Punkte kriegen? Ja, sehr gut. Hier ist das. Wenn ein Vampir während eines Blutrausches nicht angegriffen wird, also keine Verteidigungseinheiten da sind, welche Verteidigungseinheiten das sind, sehen wir gleich, tritt er in einen Trancezustand, in dem er Menschen aussaugt und sich dadurch sehr schnell heilt. Das ist gut. Ich möchte die Mutation am besten schon mal entwickeln, weil damit können wir durch die Gegend fliegen. Eigentlich sollte ich hier drauf sparen. 17 Punkte dafür. Und ich werde erstmal diese beiden Länder hier vernichten. Dann haben wir das schon mal fertig. So, Vampir kann die Welt verändern. Dein Vampir wird auf der Weltkarte als rotes Symbol angezeigt und verfügt über einzigartige Kräfte. Setze
ihn bedacht ein. Bla bla bla. Sülz. Wir machen erstmal hier klar Schiff. Blutsauger. Vampir erregt Aufsehen in Grönland. Vampir ernährt sich vom Blut seiner Opfer und lässt ausgesaugte Leichen. Bald werden die Menschen erkennen, dass sie es mit etwas noch Schlimmeren als einem mörderischen Kult zu tun haben. So, damit das noch schneller geht, haben wir jetzt die dritte Stufe. Versteck. Können wir ruhig aktivieren. Kostet 6 Punkte. Hauptsache, wir haben einen Punkt, um von hier nach da noch zu gehen. Rüberfahren und nach Blutkultanführer in Grönland. Die Behörden in Grönland haben die Fahne nach einer hochgefährlichen Einzelperson bestätigt, die für die Blutkultmorde, die die Welt in Aufruhr versetzen, verantwortlich sein soll. Das Vampir verdurstet in Grönland. Ja, jetzt stopp. Wir haben keine Opfer mehr. Heißt, wir müssen von hier zum nächsten fliegen. Und ihr seht, wir haben durch diesen Fledermaus-Modus einen Radius. So weit können wir fliegen. Und das ist gerade gut genug, dass wir darüber fliegen können. Und jetzt machen wir da weiter. Ich guck mal ganz kurz. Hier sehen wir diese Teleportationssache. Erhöht die Heilungsgeschwindigkeit? Nein. Hier heilt er sich durch Angriff. Ich möchte aber erst noch das hier machen. Wenn wir stärker einfach sind. So, jetzt kommt es. Templar Industries spricht von weltweiter Vampirbedrohung. Dem multinationalen Verteidigungsunternehmen zufolge ist ein Vampir für die schockierenden Blutmorde verantwortlich. Maßnahmen zum Schutz der Menschheit seien bereits eingeleitet. Das ist unser Gegner. Militäreinrichtung. Templar Industries sieht die Existenz der Menschheit bedroht und hat weltweit fortschrittliche Militärbasen für den Kampf gegen die Vampirbedrohung eingerichtet. So, die versuchen wir jetzt alle mal uns zu schnappen. Und das ist perfekt. Das ist richtig gut. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, wir ernähren uns jetzt hier so langsam. Ich bräuchte das noch 42 Punkte. Und das wird genauso ablaufen. Wir werden angreifen, diese Teile. So, ich guck mal. Ja, später. So, die Toten werden es uns danken. 43 und jetzt haben wir die höchste Stufe. Das hier können wir auch noch machen bald. Aber wir machen erstmal Island leer. Grönland ist schon leer, Island kommt auch gleich. Bürgerwehren in Island bekämpfen Vampir. Aber es ist gar kein Problem für uns, weil unser Vampir sehr stark ist. Er wird etwas angegriffen, ne? So, lebt da noch was? Da lebt nichts mehr in Island, ne? Island ist leer. Dann ganz kurz hier rüber. Ich überlege, ob ich hier schon die zweite Stufe mache, weil nicht schlecht. Dann haben wir nämlich eine höhere Reichweite. Zack. Wir können das erste Land angreifen, in dem diese Templer sind. So, wir sind schon so ein bisschen am Hungern. So, zack. Der erste Laden ist weg. Was passiert jetzt? Wir vernichten ein Teil und die fliegen woanders hin. Das heißt, die restlichen Teile werden stärker, die restlichen Dinger. So, Templerbasis in Vereinigten Königreich durch Vampir zerstört. In der Dunkelheit fiel die Templerbasis einem brutalen Vampirangriff zum Opfer. Einige Überlebende konnten zum anderen Templerbasen fliehen. Ihr Wissen hilft in Zukunft beim Bekämpfen gegen den Vampir. So, wir heilen uns jetzt hier langsam. Dafür bräuchte ich eigentlich das hier. Greift er das Land an? Ich weiß es nicht. Wir müssen ein bisschen uns einsaugen. Ja. Achso, muss auch Zeit gehen, ne? Da habe ich nicht dran gedacht. Das bitte, dadurch heilt er sich. So. Dann können wir gleich das nächste Land angreifen, was ja um die Ecke ist. Zack, das ist sehr gut eigentlich, dass das so alles in der Nähe ist. Sehr schön. So, er müsste jetzt eigentlich hier auch weitermachen, ne? Oder greift er... Nee, macht er nicht weiter. Das heißt, wir schnabulieren hier noch ein bisschen. Ich könnte auch einfach Z drücken, um weiter DNS-Punkte zu sammeln. Sehr gut. Die Reichweite da könnte ich auch erhöhen. So, gucken wir mal. Wir haben ja hier die Länder. Die sind ja recht groß, ne? So. Wir haben Zeit. Also ich kann natürlich das ganz, ganz schnell versuchen zu machen. Muss man aber nicht. Das ist gar nicht nötig. Und zack. Templerbasis wird angegriffen und ihr seht... Wir nehmen doch Schaden. Wir nehmen doch etwas Schaden. Versteckheilung. Ich habe noch kein Versteck gegründet. Werde ich aber bald mal machen. Ich werde einfach mal gucken. Nehme ich das nochmal mit? Werde ich hier gleich nochmal ein Versteck bauen. Und zwar das erste Versteck hier hin.
Vampir baut Versteck in Polen. Weit entfernt von den Menschen dient dieses Versteck dem Vampir als Basis. Hier kann er sich heilen und DNS generieren, indem er genetische Experimente an gesunden und infizierten Menschen durchführt. Aktuell gibt es nur gesunde Menschen. Das würde 12 kosten, das 20. Damit können wir uns teleportieren. Hiermit kann ich die Reichweite erhöhen. Vielleicht mache ich das auch mal. Templer setzt Drohnen gegen Vampir. Verstecke ein. Gut, dann müssen wir die Jungs mal jetzt angreifen, ne? So. Ihr seht, kostet uns alles Kraft. Und es wird am Ende sehr schwierig werden, gegen die Letzten zu kämpfen. Da müssen wir einige Male uns regenerieren. Gewinnt in Indien an Einfluss. Okay. Und die Basis zerstört. Wow, das ist neu. Das ist wirklich neu. Das habe ich noch nicht so gehabt. Dass sie mir am Anfang gleich meine Basis zerstört haben. War vielleicht ein Fehler, dass ich am Anfang die Basis gesetzt habe. Wird dazu führen, dass ich Probleme eventuell kriege. Das ist nicht gut. Okay, erhöhen wir die Reichweite. So. Indien ist aber nicht der Endboss. Hier hinten haben wir den Endboss. Das ist Taiwan? Nee, was ist denn das? Was ist denn das? Korea. Ah ja, okay. Gut, Geografie und so. Okay, Angriff. Jetzt wird's kritisch. Ihr seht, meine Energie geht runter. Die von den Templern. Das heißt, jetzt muss ich das Land verlassen. Einfach, was ist ich, hier hin. Mich aufladen, indem ich einfach das Land aussauge wieder. Seht, die regenerieren sich auch mit der Zeit. Das heißt, wir müssen ganz schnell wieder zurück und das Land angreifen. Sieht schwierig aus. Wir dürfen nicht zu lange warten, weil sonst passiert es, dass wir halt sterben. So. Dün, 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 dün. Das ist eine richtige Billo-Taktik, ne? Das kann man echt mit allen Möglichkeiten machen. Besser ist es, wenn man noch irgendwelche Booster hat, also die den Vampir noch irgendwie stärker machen oder was weiß ich. Ja, könnte reichen für das Land. Das nächste, letzte Land wird super schwierig. Korea wird super schwierig. Okay. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen an Indien laben. Das wird echt schwierig. Da wird dung, 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 hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Sobald wir das letzte Lager verlichtet haben, werden wir Spaß haben. Denn wir versuchen, dunkle Fürsten erklingen aus den Schattenportalen, erhöht Vampirstärke. Dunkles Flüstern aus den Schattenportalen. Okay. Welche Schattenportale? Erhöht Vampirstärke? Das habe ich noch nicht so gehabt und ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Ich bin einfach stärker, wie es aussieht. So, heißt also mit Z-Angriff. Aber es könnte Anfang noch, ihr seht, wir nehmen sehr viel Schaden und die nehmen sehr wenig. Jetzt müssen wir das Land ganz schnell verlassen und laben wir uns ein wenig an Indien, Eine verstohlene Fledermausartige Kreatur erschreckt sowohl Kriminelle als auch Partygänge, die spät nachts unterwegs sind. Finsternacht-Kombo. Okay. Was auch immer. Ein wenig hier. Aufladen wieder. So. Dann wieder zurück. DNS haben wir ja. Kostet jeweils immer ein Punkt der Flug, ne? Das ist gar nicht so viel. Das ist alles in Ordnung. So, und das kann jetzt echt eine Weile dauern, Jungs. Das kann echt eine Weile dauern. Deswegen sollte ich das an dieser Stelle vielleicht einfach mal so ein bisschen vorspulen. Thank you.
Okay, damit haben wir die Templer-Streitkräfte ausgelöscht. Bei einem verheerenden Angriff fiel die Festung von Templar Industries an den Vampir. Wer wird die Menschheit nun gegen die Dunkelheit verteidigen? Ja, niemand. So, als ich habe natürlich am Anfang einen Fehler gemacht, dass ich die Basis da schon aufgesetzt habe. Fatal, das war echt super doof. Okay, wir fangen also an, ganz langsam. Ich werde die erste Basis jetzt hier hinsetzen. Dann werde ich da eine hinsetzen, da und da. Oder hier, setze ich die da hin. Komm, wir setzen sie mal da hin. Jetzt sind die Basis dahin. Wie es aussieht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es so gehört. Bedeutet, so eine Basis, nicht nur Zuflucht zum Regenerieren und so weiter, sondern auch, dass der Vampir dort, Bonuspunkte auf seinen Virus bekommt oder dass der widerstandsfähiger wird, je nachdem, was für ein Land das ist. Hier haben wir jetzt ein kaltes Land, nasses, glaube ich auch. Kalt, nass und also ländlich, ja. Dann gehen wir mal hier rüber, ruhig, eigentlich nach Deutschland. Wo gehen wir erstmal hier hin, gucken wir es mal an. Ist auch kalt, dahin will ich, will nach Deutschland, das ist eigentlich ganz gut. So, dann muss ich gleich aber erstmal Punkte sammeln. Wir verteilen erstmal unsere Basen. Dann würde ich die Gegend teleportieren können. So. Oh, fuck. Das hatte ich nicht vor. Das ist auch sehr doof. Okay. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich hier rüberfliegen. Habe ich jetzt verkehrt gemacht? Okay, hauen wir das mal hier hin. Hier. Da am besten. Da habe ich echt einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt muss ich mir erstmal hier Punkte sammeln. Das heißt, das Land erstmal ein bisschen leer machen. Ist alles nicht ganz optimal jetzt gelaufen. Was soll's? So, das Land hat genug Sudan. Da gibt es sehr viele Menschen. Es ist halt auch zusätzlich heiß noch, ne? Was haben wir hier? Wir haben luftiges Land oder so. Keine Ahnung. Trocken. Trockenes Land. Trocken und heiß. Sehr gut. Sollen wir 24 Punkte haben? Setze ich hier noch eine Basis. Und ich habe die erste verloren. Dadurch, das kostet halt mit jedem Mal immer mehr, so eine Basis zu setzen. Deswegen, eine Basis verloren, eine falsch gesetzt. Naja. So, einmal bitte. So, das haben wir. Jetzt fliege ich von hier nach da. Ja. Und von hier, wo setze ich die denn hin? Hier haben wir Feucht. Feucht haben wir auch. Mexiko. Oder direkt in die USA. In die USA, komm, setzen wir in die USA. Jetzt müssen wir da nochmal ein paar Sachen sammeln. Das sind DNS, also auch weiter vorspulen. Obwohl hier eine Basis ganz gut gewesen wäre. Ich denke, wir erreichen von hier alles. Und hier, das ist, ja, wir erreichen eigentlich überall alles. Ich denke, das sollte ganz gut klappen. Ich glaube, hier kann ich gleich noch eine Basis hinsetzen oder so. Und sobald wir das haben, unsere Basis vorgesetzt, in Anführungsstriche, gehen wir daran, uns nach Australien zu setzen. Dort zu naschen, bis wir etwa 400, 350, 400 Punkte haben. Und dann unseren Virus zu entwickeln. So. Manchmal kriegen wir auch nur einen Punkt, glaube ich, aus diesen Dingern. Das wird mit der Zeit auch mehr. So, ich möchte es in die USA packen. Aus dem Grund, dass dort eigentlich ein reiches Land ist. So wie in Deutschland normalerweise. Wir werden jetzt kaum Möglichkeiten haben. Obwohl noch, die Ports sind noch offen. Das heißt, es könnte sich theoretisch auch über die Ports verbreiten. Wird aber gar nicht so effektiv sein. So, jetzt müssen wir auf 96 erstmal hoch, damit wir wieder das haben. Es dauert alles seine Zeit. Das ist nicht der optimale Lauf, wie ich ihn gemacht habe. Wir kriegen keine 5 Sterne. Wenn jemand 5 Sterne haben will, dann muss das noch ein bisschen knackiger, ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger.
bisschen besser geplant sein, als ich das jetzt hier so gemacht habe. Ich versuche das gerade so spontan so ein bisschen zurückzukriegen, so wie ich das im Kopf hatte. Wichtig wird es gleich noch sein, das erzähle ich euch gleich nochmal genau, dass wir die Länder, wenn wir sie infizieren, das so machen, dass die uns angehören, in Anführungsstrichen. Wenn wir ein ganzes Land infiziert haben, können die zu unseren Anhängern werden. Aber dafür müssen wir was freischalten. Und das dauert ein Momentchen noch. Ich hoffe, ich kriege das alles in der richtigen Reihenfolge hin. Mal gucken. So. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wo das in den Entwicklungen drin steckt. Bin da nicht ganz sicher. Aber es ist eigentlich interessant, ne? Diese USA hat ja so viele Einwohner, da können wir uns Ewigkeiten dran voll naschen. Bis da irgendwas passiert. Sie versuchen es uns anzugreifen, aber das hat ja gar keinen Sinn. Es gibt keinen Widerstand mehr im Prinzip. Nur noch die Forschung kann helfen. Und die müssen wir versuchen, so gut wie möglich auszuschalten. So, das hätten wir. Ich hätte beinahe hier was hingesetzt wieder. Brauche ich das hier? Nein, ich kann hier rüber, überall hin, in alle Länder. Ne? Brauche ich nicht. Hier rüber kann ich überhin, da überhin. Das ist okay. Brauche ich vielleicht noch ein feuchtes Klima? Nee, brauche ich nicht. Eigentlich reicht es, diese vier zu haben. Und jetzt nutzen wir einmal diese Teleportation. Musste ich auswählen. Und dann hier hin. Zack, sofort ist er da drüben. Und von hier... Oh, da komme ich nicht hin. Gut. Gar kein Problem. So. Und wir naschen jetzt ein bisschen. Bis wir die 350-400 Punkte haben. Zack, zack. Achso, muss ich natürlich auch aufs Land klicken. Sonst passiert da nichts. 101 und dann gucken wir mal. Was war denn das hier? Versteck. Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit. Habe ich nicht gebraucht, ne? Was war denn hier? Was war denn hier nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Noch am besten nicht Symptome aktivieren. Glaube ich, brauchen wir nicht. Müssen wir einfach mal gleich gucken. Einfach jetzt auch wieder vorspulen. Bis gleich. So, damit habe ich jetzt erstmal mich ein bisschen vollgenascht. Ich war ein kleiner, gieriger Vampir. Ich habe 450 DNS-Punkte mir mal geholt. Ich habe sehr lange in Australien gehockt. Ihr habt gesehen, 15 Millionen, da ist nicht mehr viel übrig. Also bin ich noch von Australien nach China geflogen. Dann hatte ich die Idee, okay, wenn ich hier starte, kann sich das hier verbreiten, während ich sozusagen da backtracke und mich dann hierhin teleportiere. Was habe ich vor? Ich will erstmal das hier aktivieren. Schattensägen. Kostet nichts. So, jetzt gibt es verschiedene Mutationen. Da gibt es aber auch Vampirerwachen. Vampirerwachen ist dafür, um aus infizierten Menschen einen weiteren Vampir zu machen. Brauchen wir aber nicht. Das brauchen wir alles nicht. So, Infizierte können nicht mehr schlafen, erhöht Ansteckungsgefahr. Okay. Wir haben aber hier blutiges Geschenk. Der Vampir sucht jede Nacht hunderte Menschen heim, markiert sie mit seinem Blut und infiziert sie mit der Schattenpest. Das ist gut. Dann haben wir hier noch Kälteresistenz und das. Ich denke mal, das ist gar nicht schlecht. Ich gehe also erstmal darauf. Und dunkle Wolke, das ist wichtig. Die dunkle Wolke verbreitet automatisch die DNS, die Vergiftung, die Infizierung an die Leute, wenn er im Land herumsitzt. So, das heißt, wir müssen jetzt die Infektiosität einfach erhöhen. Und wir holen uns nochmal kurz, ich glaube, das hier ist nicht schlecht. Den Rest, da gucke ich gleich nochmal. Wir gehen auf Symptome, Übertragung vielleicht auch nicht schlecht. Wir gehen mal auf Hundis. Wir gehen auf Luft, Wasser, Hände, Tropfen und Blut, meinetwegen. Gehe ich auf die Viecher hier, erhöht Ansteckungsgefahr in Landübertragung und Mutation. Ach komm, was soll's. So, Symptome. Nachtaktiv, ja. Erhöhte Ansteckungsgefahr, ja. Aber das ist Steroidschub, ist auch gut. Dann Pheromonabsonderung, charismatischer, leichter zu manipulieren. Dann Anabolika, irgendwas.
Photophobie, erhöhte Ansteckungsgefahr. Hierhin. Dann Nasswunden, unförmige Wunden erscheinen auf Dunkelheit, erhöhte Ansteckungsgefahr, ja. Überbiss, ja. Und Schlagaderbiss, genau. Und jetzt haben wir das. Schattensklaven. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Dann gucke ich mal, was wir hier noch so Schönes haben. Oh, das hier bringt sehr viel Ansteckungsgefahr. Infected easily able to overpower other humans, significantly increase infection. Gut. Was wir aber auch wollen ist Blutopfer. Dadurch kriegen wir mehr DNS-Punkte aus unseren Verstecken. So. Das hier. Oh, Tödlichkeit wollen wir nicht unbedingt haben. Kälte und Hitze, das ist in Ordnung. Das brauchen wir nicht. Übertragung können wir auch noch machen. Wir können auch die Wölfe, ländlichen Regionen. Genau. Tröpfchen. Was bringt denn jetzt mehr? Nehmen wir das hier. Und das. Haben wir noch 10 Punkte. Wir brauchen noch ein paar Punkte, um uns zu bewegen. Jetzt gehen wir auf maximale Geschwindigkeit. Otaldo vom Vampir erschaffen. Der Vampir setzt einen einzigartigen Erregerstamm namens Otaldo frei, der sich unabhängig vom Vampir ausbreitet. Infizierte Menschen ahnen nicht, was der Vampir für sie vorgesehen hat. So, wir sind jetzt hier gerade in diesem Land. Nur ein paar Sekunden gewesen. 20 Millionen Infizierte. Wir bleiben noch ein Momentchen hier. Sehr schnell. Sehr schnell. Und es verbreitet sich ganz, ganz flott. Und jetzt backtracken wir mal auf die Inseln. Und ich bleibe nur ganz kurz, ja? Ich bleibe nur ganz kurz. Schaut euch das an. Infiziert 100.000, 1 Million, blablabla, und es verbreitet sich. Das heißt, wir gehen jetzt von Insel zu Insel und bleiben einfach nur ganz kurz da. Wir brauchen eigentlich nur ganz kurz da zu bleiben und schon haben wir da die Mega-Infektion. Seht ihr hier, zack, bumm, durch. Australien. So, die machen jetzt natürlich auch ihre Dinger zu. Ganz kurz geschaut, ich muss nur noch das Land dann, ne? Oh, Australien keiner infiziert, da war ich nicht lang genug. So, und es verbreitet sich auch zum Glück durch die Häfen aktuell. Ja. So, jetzt sind sie auch hier infiziert. Wunderbar. Gut, das ist schon mal schön. Damit sollten wir den ganzen Bereich schon haben. Das hier bringt auch noch ein paar Pünktchen. Wir teleportieren uns nach da. Und gehen dann von hier mal nach da. Gehen von hier vielleicht nach da in das Versteck. Ja, genau. Und versuchen jetzt so langsam nach und nach große Länder zu infizieren. Ja. Besonders die kalten Regionen, die weigern sich immer so ein bisschen. So, Labor in Ägypten. So, das müssen wir jetzt vernichten. Die Labore. Okay. Also ab nach Ägypten. Was machen wir dort? Angriff. Labor in Ägypten durch Vampir zerstört. Super. Also gucken wir mal ganz kurz. Ich will vielleicht mal nach Madagaskar, weil da kommt es nicht an meistens. So, infiziert. Das sollte passen. Dann fliegen wir von hier mal in das Labor. Und die Länder, die schon völlig infiziert sind, helfen nicht bei dieser Entwicklung. So, da sind neue Labore. Da müssen wir mal aufpassen. Ganz schnell hin. Das geht rapide. Ja. Damit das hier alles noch ein bisschen schlimmer wird. Gucken wir mal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mit Schwere zu heilen ist, ne? Latente Anpassung. Ja, wir wollen ja nicht mal unbedingt mal tödlich werden oder so, sondern einfach nur schwer zu heilen sein. So, bitte einmal zerstören. Ja, ist zerstört. Super. Dann bitte dahin. Auch das Labor zerstören. Und alle Gegenden, das kann ich euch gleich nochmal zeigen, die von uns kontrolliert werden, ja, seht ihr hier, Gehirnmanipulationen sorgen für extreme Verhaltensanomalien und schließen dauerhafte Psychosen. Und schließlich dauerhafte Psychosen. Infizierte werden zu Sklaven des Vampirs. Und die können halt nicht an der Forschung teilnehmen dann mehr.
So, nach Japan. Da war ich nämlich eben nicht. Das habe ich ganz vergessen. So, und dann greifen wir Japan an. Vernichtet. Und wir müssen nach Amerika, wie ich sehe. Ah, da ist es auch immer noch. Oh, shit. Erstmal dahin. So. Das ging ein bisschen... oh, da ist wieder was mutiert. Das ist gut. Wir müssen nur aufpassen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die sich sehr schnell hier gegen uns erheben. Und das Labor ist da vorne auch kaputt. War nicht eben gerade noch da ein Labor? Habe ich das nicht gerade gesehen? Okay, wir gucken. Es ist eigentlich nur noch Karibik und Kanada nicht betroffen. So, dann einmal in die Karibik. So. Das sollte eigentlich auch gereicht haben. Karibik ist sehr schnell infiziert. Und jetzt ab nach Kanada. Und Grönland und Island müssen wir ja nicht. Ne? Weil wir die am Anfang komplett vernichtet haben. Der Rest müsste jetzt... Achso, das brauche ich ja gar nicht. Wir haben alle Länder, ne? So, gucken wir also mal ganz kurz rum. Frankreich wehrt sich noch ein wenig. Habe ich irgendwo noch irgendwas übersehen? Müsste aber eigentlich alles gewesen sein. Frankreich ist noch nicht ganz. Mr. Universum Combo. Extreme Muskelwachstum, erhöhtes Testosteronwerte führen zu Arnold-Körpern, erhöhte Ansteckungsgefahr. Ja. Noch ein irgendwas mutiert. Das hier können wir machen. Das wirkt tödlich. Wollen wir eigentlich alles gar nicht. Ich will die ja alle gar nicht töten. Ich kann das hier ruhig machen. Zack, da haben wir das alles. Übertragung. Haben wir gar keine Punkte mehr. Nur Frankreich noch, ne? Die gönnen sich noch ein bisschen. So, Otaldo hat die Welt unterjocht. Die Schattenpest hat die Menschheit mit Otaldo vollständig ausgelöscht. Nach Jahrtausenden können die Vampire nun ihre blutige Schreckensherrschaft errichten und die Welt in Dunkelheit tauchen. Und damit haben wir es geschafft. Auf mega brutal. War zeitlich gesehen aufwendig. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ich werde das Video natürlich kürzen. Ja, aber wir haben sogar 4 Sterne oder 4 von 5 Punkten bekommen. 4 Hazard-Symbole. Und 2000, fast 3000 Tage gebraucht. War aber wohl ziemlich gut, was wir hier geschafft haben. Also von daher würde ich sagen, probiert es mal. Es ist egal, welche Gene ihr am Anfang investiert. Ihr braucht gar keine. Es geht einfach nur ein bisschen schneller, wenn ihr welche Gene vorher habt. Und ja. Dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge von irgendwas anderem hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.